Willkommen zum ersten Halbfinale der Worgen Liga 2017. Heute fällt das Team Desperation gegen das Team Revenge of the Fallen. Ja, also es gab jetzt bei mir auf dem Kanal nur ein Viertelfinale. Es lag einfach dann, das zweite Viertelfinale ist einfach nicht, hat nicht stattgefunden, weil eigentlich nicht angetreten ist. Und bei den letzten zwei Viertelfinalen war ich leider nicht da und die Leute, die ich beauftragt hatte, das aufzunehmen, haben es nicht aufgenommen. Deswegen kann ich euch gerade nur mal sagen, wer da weitergekommen ist. Und zwar einmal Fire Phoenix gegen Vaporize, da hat Fire Phoenix gewonnen. Relativ schnell, sogar in knapp 2-3 Minuten war das. Und dann bei Burning Skulls gegen Apollo Döner hat Burning Skulls gewonnen. Ja, das ist der erste Fight des Halbfinales, Desperation gegen Revenge of the Fallen. Es gibt noch einen zweiten Fight des Halbfinales, das ist dann wir, also Fire Phoenix gegen Burning Skulls. Wird es dann auch mit nur einer Ansicht geben. Ja, meine zweite Ansicht seht ihr auch wieder oben von meinem zweiten Account. Und in 3 Sekunden geht's los. Ich bin echt gespannt, weil es wirklich schon mit ziemlich starke Teams sind. Desperation hat ja die Downstep SFAs, Revenge of the Fallen die Sprengkopf SFA. Und da hören wir schon die Schüsse. Ja, da oben sind schon die Downstep SFAs, hier unten die Sprengkopf SFA. Okay, Lasti hat schon Herzen verloren. Also ich glaube, also wenn Revenge of the Fallen, wenn die Sprengkopf SFA guten Schaden macht, haben sie auf jeden Fall eine Chance. Bin ich jetzt auf jeden Fall mal gespannt, wer so hier das größte Team ist. Aber ich glaube, dass der Fight nicht allzu lange dauern wird. Ah, ja, da schießen sie schon. Oh, und haben sie auch schon das Lager von Massivschild auf. Aber da hat auch schon... Oh, da ist Crazy Crew gestorben. Es sah aus, als hätte gerade... Ja, genau, da unten. Genau, es sah schon so aus, als hätte gerade die Sidestep geschossen. Hat sie auch hier unten. Ich weiß nicht, hier ist noch vielleicht was hochgegangen. Da ist ein Buckstone und Who's Next. Oh, ein bisschen rüber. Hier wird schon über die Luft geschossen. Okay, Buckstone hat nur kaum Herzen. Es leben auch nur 3 von ihnen. Okay, da waren sie am Anfang nur zu 4. Das ist echt nicht viel. Oh, okay, da unten ist das weg, da unten ist auch Dark Jumper. Also, sie sind schon ein bisschen hohl. Aber ich weiß nicht genau, ob die super Schaden gemacht hat. Ich würde sagen, ich gehe wieder nach vorne. Aber auch so, Ref sieht es auch noch nicht allzu schlimm aus. Da unten sieht man schon den Schaden von der Sidestep. Der unten hat schon wahrscheinlich ziemlich viel zerstört, aber sonst könnte sich Ref, glaube ich, schon noch ein bisschen wehren. Also, hier haben sie ja einmal probiert, mit der Lupfstich oder Lupfwasser ist zu schießen, aber da hat dann Inspiration vorher schon geschossen, jemand gekillt. Da wurde geschossen, sieht fast aus wie ein Halbauto so ähnlich. Oh, ja, ich weiß nicht, Lupf oder Halb oder sowas in der Art kann das sein. Da kam die nächste Sidestep und Lasti ist gestorben. Okay, ich schieße jetzt erst so mittig. Das heißt, nur noch Who is Next und Buckstone leben. Also, die müssten echt probieren, irgendwie zu schaffen, sich hier Kanonen zu safen. Da unten ist auch Lolliger. Ich weiß nicht, ob das ein Lauf oder Brücke oder so ist. Und sie ist gestorben. Da drüben kam irgendein Schuss rein. Okay, nice, also... Der Typ war irgendwas. Ich habe es so kurz auf einem zweiten Grund gesehen. Ich glaube, die Seite dürfte Typ noch leben, aber kann ich das ja echt beurteilen. Auf jeden Fall ist da irgendwas passiert. Da kam die nächste Sidestep. Schauen wir mal. Okay, hier ist eh schon ziemlich weg wegen Downstep SFAs. Da drüben steht auch Buckstone und im Schaden drin. Okay, also hier, also der Typen, wahrscheinlich war es ihn irgendwo da in der Mitte. Der war ja Sprengkopf, also. Aber sonst... Oh, und Buckstone ist gestorben. Das geht ja hier total schnell. Nur noch Who's Next lebt. Also Desperation ist auf jeden Fall gerade in Führung. Weil du, allein schon die Sidestips, dass sie noch leben. Auf der anderen Seite sieht es so aus, als würde sie auch noch leben. Haben sie da eindeutig noch den Vorteil. Da kam noch eine Sidestep. Die aber komplett gefällt hat. Die ist irgendwie vorne explodiert, hat auch vor massiv Shield Damage gemacht. Ich weiß nicht, ob das Absicht war oder ob sie irgendwie kaputt ist, aber ich wurde einfach mal, dass sie falsch eingestellt war. Es sind sogar gerade 40 Leute on. Ja, okay, es geht noch. Waren schon mal mehr on. Aber bei Scene tut ihr gerade wirklich gar nichts. Aber anscheinend musst du Who's Next, also Revenge of the Fallen, eine Kanone haben, weil sonst hätte MCT T-Craft ja bestimmt schon irgendwas deswegen gesagt. Oh, ja. In dem Moment fragt er, ob er noch Kanonen hat. Schauen wir mal, was Who's Next antwortet. Ja, okay. Also, laut dem Team haben sie noch Kanonen. Es wäre natürlich möglich, dass sie nicht mit der Seite oder so oder schießt auf beiden Seiten. Nicht, weil vielleicht ist sie hier kaputt, weil einmal ist sie nicht gestorben, keine Ahnung wie. Aber sie haben ja noch einmal hier vorne probiert zu schießen und dann nicht mehr, weil wenn sie noch Kanonen haben, allein schon, dass sie tot sind, dann sind bestimmt welche Spectaten, da können sie die noch locker probieren wegzuholen. Okay, hier kann man sagen, dass sie schon ziemlich hohl sind, aber von hinten... Okay, von hinten sind sie, ist noch komplett das Logo drauf, was eigentlich, finde ich sogar, die Schrift sieht ziemlich nice aus, muss man echt sagen. Aber sonst, also lustig eigentlich, dass die Rückseite noch komplett intakt ist. Ich bin gerade mal hinter Desperation gelaufen, aber so wie es aussieht, also sie sind zwar hinten durch, aber so zur Seite oder so... Schade, weil hier haben wir eine Sprengkopf war drin. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es damit eigentlich locker möglich wäre, die Sidesteps zu killen. Anscheinend nicht. Oder vielleicht sind sie beschädigt, kann ich halt für nicht erkennen, aber... So gut sieht es nicht aus. Ich würde sagen, ich gehe mal eine Ebene weiter runter. So, also... Gerade mal eine Ebene weiter unten. Hier ist schon ein bisschen was kaputt, aber nicht genug. Also, ich hätte eigentlich erwartet, dass sie locker eine Chance damit gehabt hätten,
irgendwie die Salze zu killen, aber entweder hat die einfach gefailt, weil klar, Sprengung auf Aas sind nicht immer 100% zuverlässig, aber anscheinend, ja, hat es nicht so viel gebracht, hat vielleicht Lupf oder so gekillt. Also ich will gerade an der Seite, hier sind sie schon ein bisschen hohl, also hier ist ja auch vom Massivschild, wo das Kieslager drin ist. Also sonst sieht es eigentlich noch relativ ganz aus. Aber ich kann irgendwie auch gar nicht so ausmachen, wo Ohus next ist, weil wahrscheinlich sneakt er irgendwo, um Bild was zu barrieren. Okay, Kater hat irgendwie noch, oh, ihr seht schon bei mir, verlassen schon vom Team alle den Server, irgendwie das ist dann lustig. Also laut Ohus next, also laut ein paar aus Range von vorne, Ohus next keine Spitze haben, deswegen schießt er nicht. Keine Ahnung, was da los ist, aber Desperation schießt ja auch nicht zurück, deswegen ich werde jetzt auf jeden Fall so alles rauscutten, ich möchte echt den Fall nicht in Länge strecken. Und ich werde jetzt einfach nur mal alles, wo jetzt nichts passiert, werde ich jetzt einfach komplett rauscutten und dann sehen wir uns wieder, wenn irgendwas passiert. So, das nächste hat auf jeden Fall Hungerschaden erlitten, der hat nur noch ein halbes Herz. Kann man jetzt so als Update mal sagen, sonst ist nichts passiert. Er feiert auch schon über eine Viertelstunde, Venari baut sich hier schon seit in seinem eigenen Wog in der Burg, aber von denen geschossen wird anscheinend auch nicht. Fragt mich nicht wieso. Ja, würde ich sagen, dann cutte ich mal wieder weg, bis es was Interessantes gibt. Jo, wir haben jetzt hier schon knapp 25 Minuten. Who ist nächstes gerade gestorben? Ich habe keine Ahnung, wieso, wahrscheinlich an Hungerschaden oder ähnliches. Keiner von den beiden hat nochmal geschossen. Und Who ist nächstes die ganze Zeit nicht geschossen, weil er seine Spitzhacke verloren hatte. War auf jeden Fall ein sehr spannender Kampf. Konnte auf jeden Fall mit der Spannung des Falls Alpha Tauri gegen Vaporize mithalten. Ja, also, nach 10 Minuten, 15 Minuten keinen Schuss abgeben, war es das. Das heißt, Desperation ist im Finale der WGL 2017. Die findet am Samstag statt und das Team Venture to Fallen kämpft dann um Platz 3. Ja, es gibt noch einen Fight, das sind dann wir, also Fire Phoenix gegen Burning Skulls. Werde ich auch hochladen, aber dann gibt es nur eine Sicht, dürft nicht verpassen. Das war es dann mit dem Fight der WGL, ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung dafür, diesen spannenden Fight, den ich euch schon runtergekartet habe. Dann sehen wir uns beim nächsten Fight, ciao.